Herzlich willkommen in der Streaming-WG. Ungewöhnliche Uhrzeit, 16 Uhr. Wir kommen frisch vom Bundesparteitag der FDP und ich habe hier zwei richtig granatenmäßige Hammer-FDP-Frauen sitzen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Anna Neumann, zwei wunderbare Bundestagskandidatinnen aus NRW. Grüß euch. Jawohl, die Best. Hi. The Best. Hallo. Und ihr seid schon so richtig vorbereitet, ne? Ihr habt schon den Controller in der Hand, also ja, wir total. Zocken heute. Samstagnachmittag, 16 Uhr. Nee, heute haben wir Sonntag. Sonntag, ja. Ja, noch hat ja keiner was zu tun, dann können wir das jetzt machen. Genau, deswegen wollen wir heute ein bisschen plaudern über den Parteitag und währenddessen ein bisschen FIFA spielen. Ich habe gehört, das ist Ihr Lieblingsspiel. Ja, total. Habe ich noch nie gemacht, aber das ist jetzt wahrscheinlich Gott ist mit den Doofen. Ja. Und gleichzeitig über den Bundesparteitag, das ist ja eine... Ja, und Mischung. Schwierigkeit. Gerade sehe, da wird gefragt, wann Brix kommt. Brix ist heute Abend, ich glaube 20 Uhr, also da könnt ihr nochmal einschalten. Aber jetzt ist hier erstmal MASZ und Anna. Darf ich mal fragen, wer Brix ist? Er ist Brix Schaumburg, ein Influencer, der sich vor allem um LGBTIQ-Themen bemüht. Ah, und mit dem werden wir heute. Und Moritz Körner, der kommt auch heute okay. Abend quatschen. Aber oh, sorry, hi. Ja, Twitch-Liberal, oh sorry, hey MASZ. Das bin ich, MASZ. Echt? Ja. Ah. Ja, wer so langen Namen hat, der braucht schon eine Abkürzung. Und die Fans wissen das. Wirklich, aber die richtigen Fans wissen es wirklich. Ja, weil ich habe einen langen Vornamen, langen Nachnamen. Das hat sich in meinem Leben so ergeben und das haben wir dann mal runtergebeamt. Aber ich habe gehört, dass Sie eigentlich früher anders gehießen haben und dann aber den langen Namen des Mannes also angenommen mein Vorname haben, ne? Marie-Agnes ist meine Großmutter, meine Urgroßmutter. Ja. Das war eine sehr kühne Kombination und mein Mädchenname war Jahn. J-A-H-N. Und dann habe ich aber gewesen, ne? Einen Herrn Strack-Zimmermann geheiratet und dann war das Problem groß, weil ich passte auf keine Kreditkarte und auf keine Gesundheitskarte und auf gar nichts. Es wurde dann immer so abgekürzt und da habe ich irgendwann gesagt, ich glaube, es geht hier los. Gute Sache. Ich würde sagen, es geht auch mal los, oder? Ja. Anna, ja. Du bist die Player. Ich habe noch wirklich keine Ahnung von FIFA. Wir haben das neu gekauft extra für euch, das was Spiel. Was ist denn hier? Steuerung anpassen. Okay. Und du wählst mal aus und wir plaudern währenddessen weiter. Wir machen hier mal beenden. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier... Also ich merke schon, das ist ja hier völlig ungleich, die Situation. Anna hat Ahnung, ich habe das Ding zum ersten Mal in der Hand. Also meine Söhne hatten sowas und immer wenn ich ins Zimmer kam, während die spielten, flog ich raus. Ja. Ich konnte nicht mal mit Schnittchen landen. Also wir stellen hier gerade das Spiel erstmal. Genau. Und hier, guck mal, Mausi 66666 freut sich, dass wir da sind zu ungewohnter Zeit. Ja, wir haben uns gedacht, nachmittags mal so Kaffeekränzchen könnt ihr wann anders machen. Jetzt wird hier gezockt. Ja, die können ja Kaffee dabei trinken, nur wir nicht. Ja, wir nicht. Aber wir haben hier Capri-Sonne. Ja. Machen wir direkt ein Champions-League-Finale draus, ne? Kein normales Spiel. Okay, gut. Und vor großer Kulisse. Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum, realistisches Champions-League-Finale. Wenn wir Anna Neumann und MASZ hier haben, dann wird natürlich nichts drunter gespielt hier. So, das bin jetzt ich offensichtlich. Wie war denn? Ich glaub, du musst einmal nach rechts. Wo? Achso. Mit dem Cursor. Mit welchem denn? Da. Ja, genau. Mit dem? Ja, ja. Ist schon perfekt. Einmal auf X. Ah, okay. Okay, perfekt. Bereit. Gut, ich verstehe. Jetzt nehmen wir das Champions-League-Finale. Wunderbar. Okay, jetzt können wir die Teams aussuchen. Ich glaube, wir müssen erstmal noch, also Sie müssen leider nach unten, weil Fortuna in der zweiten Liga spielt, das tut mir sehr leid. Also ich bin jetzt BVB, ja? Nee, das müssen wir jetzt ändern. Ach, wir können das ändern, dann bin ich aber jetzt froh. Einmal nach unten, mit dem Cursor hier, ja? Ja, da war schon richtig, noch einmal, ja, nochmal. Nee, noch einmal nach unten. Ja? Jetzt, genau. Ja. Nein, das war einmal zu viel. Dass das Bundesliga aufgeleuchtet ist und dann müssen wir in die zweite Liga gehen. Ganz unten rechts. Ich weiß nicht, einmal rauf, einmal runter. Jetzt ist der erste FC Köln, das geht gar nicht. Entschuldigung, meine Damen und Herren. Wir müssen mal ganz kurz. Schnitt. Ja, hier ist alles live, das geht gar nicht. Ja, das geht überhaupt nicht. Früher ging auch schlecht, Parteitag ging ja bis 15 Uhr, schreibt da war gerade Fortuna Düsseldorf da, endlich. Also das war von der Regie schon mal eine Zumutung, mir hier den ersten F. So. So, ich bin jetzt Düsseldorf. Also das ist für FIFA 21, ne? Ja, ganz neu, ja. Deswegen ist ja der VfL auch noch in der zweiten Liga. Das ist mittlerweile korrigiert, ne, liebe User. VfL spielt in der ersten Liga. Wunderbar, so, okay. wir können loslegen. Wir haben sogar eine bessere Mannschaft als ich. Ja, das sagt aber nichts. Okay, und ich würde sagen, wir legen los und währenddessen erzählt ihr mal beide, wie der Parteitag so war. Was ging denn heute? Weil ihr wird schon gesagt. Ich mache mir jetzt mal einen Kaffee. Also Mausi, jetzt bleibst du mal schön sitzen, hörst uns zu hier, ja? Mach dir keinen Kaffee. Geht's los, so, okay. So, wie war denn der Parteitag? Du drückst auf Start und dann geht's los, würde ich sagen. Wir müssen jetzt, während ich über diesen ernsthaften Parteitag rede... Ja, natürlich. Ich habe gesehen, Sie waren in der Aussprache heute und haben wirklich ziemlich stark geredet über die Soldatinnen. Ja. Und da gab es Standing Ovation. Ne? Ja. Das fand ich, also war ein guter Beitrag.
Ja, ich hatte, das war relativ spontan, aber ich war der Meinung, dass man das mal machen muss, denn wir haben ja nun gerade erlebt, dass die letzten Soldaten aus Afghanistan gekommen sind. Darf ich mal ganz kurz fragen, das ist ja wirklich, war das schon ein Tor? Das gilt ja überhaupt nicht. Nee, das ist gerade nur Training. Das ist, Aufwärmen, also das ist Training, ich wollte gerade sagen. Aufwärmen. Dass die zurückgekommen sind, wir als Abgeordnete keine Chance hatten, sie zu begrüßen. Das hat man bewusst so gelegt, weil die Ministerin war bei der UN und offensichtlich wollte man das nicht. Und da kamen die an und keiner war da. Und das sagt vieles aus. Unglaublich. Ja. Nach einem 20 Jahre Einsatz. Geht absolut die Wertschätzung. Ne? Ja. Ja, und das wird dann auch so. Also die meisten im Ministerium sehen es anders. Ein Mitarbeiter von der Ministerin. Das war schon eine Beleidigung. Und insofern fand ich es ganz toll, dass der Parteitag, ging ja nur um eine Geste, um ein paar Sekunden mal aufzustehen und zu sagen, was die alles für uns machen. Und das ist ja kein normaler Beruf. Und es ist alles sehr ernst, also insofern. Aber wir haben eine komische Soldatenkultur oder Bundeswehrkultur hier, oder? Überhaupt keine. Ja, gibt keine. Es gibt eigentlich, so. Es ist ja, also Zugang zu Soldaten, Soldatinnen zu haben, ich verstehe gar nicht, dass da gibt auch, es ist auch viel Falschinformation, Fehlinterpretation, weil wir es eben nicht thematisieren, sondern es kommen dann immer Extreme. Ich meine, wir wissen, Bundeswehr ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, übrigens auch Mitglieder des Deutschen Bundestages. Und da haben sie immer 10% Bekloppte überall. Und dann hängt sich alles an denen auf, die auffällig sind. Aber an den 90% oder 95%, die eben ihren Job machen, und das mit großem Engagement, darüber redet eben keiner. Ich habe letztens mal mit einem geredet, der war recht lange in den USA, um dort quasi irgendwie so ein Programm zu machen, Austausch. Also wie funktioniert quasi Militär dort? Er war ein deutscher Soldat, der dort drüben war. Und der war dann oft in Uniform dort essen und dann ist das Essen immer bezahlt worden. Also hieß es immer, ein Amerikaner hat für sie schon bezahlt. Ja, das ist so. Das ist also erstmal, wenn man in ein Museum geht, also man hat da ganz viele Freiheiten. Und wenn ein Uniformierter in ein Restaurant gibt, dass dann ein anderer sagt, ich übernehme das Essen für dich, das stimmt. Unvorstellbar. Wahnsinn, heute. Ja, ja. Aber wir haben ja jetzt erst seit 2 Jahren, dass die Bundeswehrsoldaten... Sind wir schon soweit? Wir machen noch Mannschaftsfoto schnell. Kurz für die User, also Champions League Finale spielen wir gerade mit Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Bochum. Das gibt's sonst nirgends. Also, Ich habe eine Idee. Ich würde sagen, der Chat, bevor es jetzt richtig losgeht, der darf mal abstimmen, wer hier gewinnt. Und zwar kann man da so eine Abstimmung anlegen und dann, oder eine Vorhersage treffen. Da könnt ihr mal raten, wer am Ende hier das Duell gewinnt: MASZ oder Anna. Naja, das ist ja. Wer auf mich setzt, hat eine höhere Quote, wenn er wettet. So. Ja. Ist wie wenn man FDP wählt, oder? Nein, ja, das ist so, weil ich definitiv jetzt hier, also auf mich setzen ist einfach, wenn man dann gewinnt, die bessere Quote. So, aber jetzt muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren. Ich stoß an hier gerade. So, ich bin da. Und wo bin ich eigentlich? Wie komme ich jetzt an den Ball? Spieler können Sie auch wechseln. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Genau, also mit dem Cursor laufen und immer da, wo der rote Bubble ist, da sind sie gerade. Also sie spielen mit Weiß natürlich. Okay, soll und ich vielleicht mal zurückrennen. Wo der rote Pfeil ist, da, jawohl. Ah ja, hier, guck mal, hier wird jetzt getippt gerade, wer gewinnt. Es ist, MASZ liegt vorne, 7-2 wurde hier gerade abgestimmt. Weil, ja, das ist zumindest ist die Quote dann gut. Ja. So, aber ich muss jetzt mal gucken, wo bin ich? Ah, jetzt habe ich das... Oh, scheiße. Ah. Hammerparade, ja. Gut. So, aber jetzt aber. Gute Aktion war heute auch von CL, oder Anna? Wie fandst du die Rede? Die Rede war super. Also die Rede war, glaube ich, nochmal sehr motivierend. Wir haben jetzt noch eine Woche vor der Tür im Wahlkampf und müssen nochmal alles geben. Und ich glaube, dass er da nochmal jeden bis in die Haarspitze motiviert hat. Das hat ja, was jetzt auch zum Tor führt. Auch, selbst die Spieler vom VfL waren motiviert nach der Rede. Nein, ist das ein schwacher Torwart. Und im Stadion wird auch gejubelt, wie heute auf dem Parteitag. Ich muss mich entschuldigen für diesen Torwart. Also, der muss irgendwie... Da ist er einfach gedankenschneller. Ja, da ist der gedankenschneller. Der fällt aber wie eine Bahnschranke auch. Ja, CLs Rede war wirklich inspirierend. Also, ich glaube, man kennt das ja, dass er einfach richtig gute Reden hält. Das war gut, ja. Auch nochmal auf den Punkt, auch die Distanz zu den anderen, dass es erstmal um uns geht. Das war schon... Gut. Das wird man im Wahlkampf ja sehr häufig gefragt. Seid ihr nicht irgendwie Anhängsel der Union und sonst was? Ich finde es sehr, sehr gut, dass da nochmal so klar geworden ist, dass wir eine eigenständige Kraft sind. Und ich kriege auch im Wahlkampf sehr häufig gespiegelt, dass Leute in diesem Jahr aus Überzeugung die FDP wählen und die Union auch nicht mehr wählen. Ja, und ich muss sagen, wenn mich dann einer fragt, ja taktisch, man müsste doch wissen, da habe ich ja, ich kann Ihnen heute doch nicht sagen, was da angesagt ist.
sondern ich kann nur sagen, wenn Sie uns gut finden, unser Programm, dann wählen Sie uns und wir werden das Beste draus machen. So, jetzt einmal passen mit X. Ah, mit X. Ist der Ball schon geklaut. Ah, okay. Die Anna kennt hier keine Gnade, merke ich. Nee, das ist gemein. Das ist eigentlich, ist das... Was macht er draus? Also Chancenverwertung. So, kann man da auch mal irgendwie einen umhauen oder so? Kann gleich zur Blutgrätsche ansetzen. Ja, vielleicht kann der Chat ja helfen. Was muss man denn drücken, wenn man jemanden weggrätschen will? Schreibt das mal rein. Ihr seid doch wahrscheinlich die FIFA-Experten. Und hier wird der Dämon Krat schreibt hier auch, wir hätten uns gar nicht warm gemacht. Leute, ne, so ein Parteitag, das ist wirklich warm laufen. Hör mal, Leute, wir haben seit 5 Stunden aber sowas von warm gemacht. Ja. So, jetzt komm, und wie schieße ich? Schießen ist, glaube ich, geht Kreis. Geht ja gleich ins Abseits. Komm, ganz schieß, energisch. Schieß, hau rein. Der Kreis, hau einmal Kreis rein. Drücken. Und. Ah. Bitte ein bisschen ernsthaft, Anna, ja? Wir sind hier nicht zum Spaß. Sie haben aber die ganze Zeit Tricks gemacht, ne? Also, ja. Ich habe die ganze Zeit Tricks gemacht, weil ich keine Ahnung habe, wie es geht. Ja. So, also okay. Wenn der Ball drückt, ich holfers. Sind Sie politisch auch mehr so das? So nein, das? Ich bin total seriös, Leute. Ich bin hier überfordert. Ich kann jetzt hier keine ernsten Gespräche führen, wenn ich gerade hier mit Verlaub abkacke. Mehr so Team Blutgrätsche politisch? Ja, oder? Total. Ja, schon, ach, oder? Jetzt, Achtung. Ach, gut. Und jetzt? Bin hier so geübt wie Emma Z in FIFA, schreibt Nile 9063. Ich wusste gar nicht, das Kreuz ist Schuss, ja? Jetzt X ist Abruf. Genau. X ist passend, Kreis ist Schuss, glaube ich. Scheiße. Ronaldinho spielt noch nicht bei der Fortuna. Oh. Ja, Hammer Torwartparade hier. Hammer, der wird auch Zeit. Der hat viel Geld gekostet, der Torwart. So, jetzt komm. Hau raus. Mausi 66666. Ganz viele Sechsten. Das wird nichts, Leute, das wird Bombe hier. Das ist einfach Not gegen. Man kann auch nichts machen. Okay, jetzt habe ich einen. Doch. Jawohl. Und jetzt Kreis gleich drücken zum Abschluss. Oh, das gibt einen Freistoß. So, das war eine Sauerei, ja, so nicht. Quatsch. Jetzt kommt gleich der Ausgleich, Leute, ich sag's euch. So, weiter geht's. Ach, wofür? So, richtig, bravo. Das habe ich aber nicht ausgelöst, die gelbe Karte. Die habe ich ausgelöst, als ich gegrätscht habe. So, wo bin ich? Oh, das war aber, oh, das war schon böse. Ja, von hinten. Sieht auch schon so aggressiv aus, der Typ. So. Seid ihr oft im Stadion eigentlich? Ich bin ganz viel bei Fortuna. Also momentan nicht, weil das ist ja mit, also vor Corona. Vor Corona, ja. Danach hatte ich keine Lust jetzt mehr. Jetzt haben wir ein Viereck. Entschuldigung, wer hat denn hier den Ball? Ach, ich hab den Ball. Genau, jetzt das Viereck drücken. Viereck. Ja, sehr gut. Und jetzt Wumms. Und jetzt den Kreis. Also im Tricksen, wow. Ja, da kommt jetzt. Ja. Scheiße. Und Anna, du bist auch auf dem Stadion? Ich bin ab und an mal beim VfL und ich hatte mal eine Dauerkarte fürs Juventus Stadium. Nicht schlecht, Mensch. Der muss da drin sein. Aber das lange. Ja. Kinder, ich danke allen Fans, die an mich geglaubt haben. Haben wir hier bald Halbzeit? Ja, 26. Spielminute. Hier steht, bin für ein Handicap für Anna, tendiere zu einer Augenklappe, um das ein wenig gerechter zu gestalten. Wenn ihr eine habt. Was meint er? Die Wahl, ich trage sofort eine Augenklappe, wenn wir endlich mal das bekommen, was wir verdient haben. Andersrum, glaube ich, war das gewünscht, dass die Anna das Handicap bekommt. Aber ich glaube, wir haben keine Augenklappe da. So, jetzt mit X den Anstoß machen. Genau. Ja, sehr gut. Jetzt von hinten auf, von hinten das Spiel aufziehen, wie Mats Hummels jetzt. Ah, ja. Hennings. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Scheiße. Also so kann ich nicht arbeiten, Leute. Wo bin ich? Ach, da hinten. Komm, wir machen jetzt mal zu hier. Anna, was ist denn so eigentlich dein Thema im Wahlkampf? Sozialer Aufstieg ist mein Thema im Wahlkampf. Also quasi, du bist so der Fortuna Düsseldorf von der FDP? Also Fortuna Düsseldorf ist ja ein Traditionsclub mit sehr großer Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob das so Aufstieg ist. Okay, ja, wir waren einmal deutscher Meister und das 1933. Ja. Ich finde, das ist jetzt echt bitter. Okay, dann also müssen wir mal wieder den Aufstieg machen. Und dann, ja? So, jetzt hau doch den raus, Mann. Sozialer Aufstieg aufgrund meiner eigenen Lebensgeschichte. Oh, ich werde so abgezockt, Leute. Wir brauchen eine Pause. Verletzung.
Da wird hier gejubelt. Ganze Mannschaft auswechseln, 11 Spieler. Aber ehrlich. Ja, dass der VfL immer 3-0 gegen Fortuna gewinnt, das ist ein Novum. Passiert eigentlich nicht. Aber die Ersten werden die Letzten sein. Ich sag's euch. Und die Letzten, die Ersten. Fällt von hinten aufrollen. Sie fangen erst in der zweiten Halbzeit richtig an, oder? Ja, ja, das ist alles noch Warm-up hier. Ich hab das irgendwie noch nicht so richtig inhaliert. So, komm. Klasse dazwischen gegangen. Den Pass hat er förmlich geahnt. Oh, und wieder bin ich. Hau rein, komm. Machen wir mal eine Blutgrätsche. Blutgrätsche. Wie heißt denn der Spieler, der ewig bei der Fortuna gespielt hat? Lamberts, ne? Ja, ja. Lumpi heißt ja. Er auch mit Spitznamen. So. Also wir müssen jetzt echt eine Pause machen. Ich will sagen, für der Chat soll mal jetzt hier reinschreiben, wie man krätscht in den Chat. Welche Taste muss man denn da drücken? Das wäre wirklich interessant. Dreieck? Ah, okay. Das wusste ich nicht. Mit drei Krätschen kannst du mich so richtig... Ja, da kann man so richtig... okay, gut. Ja. Also Leute, es wird ein trauriger Sonntagnachmittag. Eigentlich ist es ja ein schöner Tag. Nee, das ist keine beruhigende Führung. Und wenn der Kommentator jetzt nicht die Klappe hält, dann schießen wir den mal hier. Kriegt der mal hier eins auf die Nuss. Wo bin ich eigentlich? So, jetzt, ja, ich rieche das Ausgleichstor schon. Na? Ausgleich, Anschlusstreffer, so. Ja, ich habe kein Spielverständnis. Komm, jetzt grätschen wir mal. Gute Balleroberung, stark. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Okay, sozialer Aufstieg hast du gesagt. Anna, was sind denn da so deine Themen? Ne? Sozialer Aufstieg ist super breit gefächert. Was ist denn dir da mega wichtig? Ich glaube, das Thema ist... Der Aufstieg hat zwei Komponenten in meinen Augen. Leute. Können wir das bitte im Real Life sehen? Ich glaube, Wiederholung einmal, oder bitte? Also das gucken wir uns mal an und währenddessen reden wir über sozialen Aufstieg. Ja. Ich finde, Sie sollten mir jetzt mal ein Tor gönnen, ja? Ich mache einfach nichts. Sprich vom sozialen Aufstieg und rammt mich hier einfach ich weg. Nix. Ich mache nichts und spreche jetzt über sozialen Aufstieg. Bildung. Erster Punkt, Bildung hängt immer noch viel zu stark vom Elternhaus ab. Das war ein Eigentor. So, jetzt das war ein richtiger Bananentor. Jetzt habe ich eine schwache Truppe hier. Schau mal, das ist aber echt schlecht. Echt, das ist sowas von schlecht. Und da jubelt der. Aber meine Spieler hier ablosen. Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied, ne? Ja, ehrlich, was ist das für ein Team? Ja, geh raus. So. Also Bildung, Anna. Ich mach nichts. Wir müssen zu einem Zustand kommen, dass Bildungserfolg endlich unabhängiger vom Elternhaus wird, weil es ist total abhängig vom Elternhaus. Da gibt es unterschiedlichste Studien zu und genau deswegen sollte der Bund sich aus der Bildungsfinanzierung auch nicht raushalten, sondern mitfinanzieren. Und absolut, wir haben ein ganz tolles Konzept in NRW, es sind Talentschulen. Heißt, in den Bereichen, wo soziale Nachteile bestehen, wird nicht weggeschaut, sondern besonders viel investiert im Sinne der Chancengerechtigkeit. Und das wollen wir auch deutschlandweit ausrollen. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Da müssen wir auf jeden Fall hinkommen. Und das zweite Thema, was auch mit sozialem Aufstieg definitiv zu tun hat, ist Entlastungspolitik. Würden wir jetzt vielleicht einige als klassisches FDP-Thema framen. Aber Christian Lindner hat es ja auch heute gesagt, die größte Ungerechtigkeit ist, dass eine alleinerziehende Mutter, die Hartz IV bezieht, so ist es. Wenn sie einen Minijob hat, ab 100 Euro Freibetrag Höchststeuersatz in diesem Land zahlt, nämlich 80%. Das ist echt heftig. Ja. Krass. Ja. Christian Lindner hat nämlich schon den Bundesliga-Vergleich heute auch gebracht. Ne? Wenn wir schon beim Fußball sind, so, es ist nicht der Fußball-Bundesliga-Millionär, der den höchsten Steuersatz zahlt, sondern eigentlich die alleinerziehende Mutter, die von Hartz IV lebt, sich was dazu verdient. Ich teile das übrigens nicht, was im Chat steht. Der Staat ist immer unser Feind, das ist Quatsch. Aber der Staat beschränkt unsere Möglichkeiten gerade häufig und deswegen müssen wir gucken, dass die Rahmenbedingungen besser werden und der Staat die Aufgaben, die er tun sollte, wie Bildungspolitik etc., dass die Rahmenbedingungen vernünftig stimmen und die Menschen dadurch aufsteigen können. Total, ja. Ja, und der Staat hat eben einen Rahmen zu setzen und nicht ständig sich... da steht Spiel fortsetzen. Wir leben ja nicht in der Anarchie. So, sind wir jetzt, was sind wir denn jetzt? Jetzt kommt die zweite Halbzeit. Genau, jetzt wird quasi Seiten gewechselt. So. Ja, jetzt kommt ihre große Aufholjagd. Ja, das ist ja... Wie damals sie setzen mich unter Druck. Sie setzen mich unter Druck. Sie können die erste FDP-Politikerin werden, die in 5-0 dreht. Nein, ich will zumindest ein Tor. Komm, Leute. Ja. Ich renne extra weg. Wie bringt man den denn jetzt hin, dass er da auch in die Richtung rennt, der zuckt so komisch? Scheiße. Anna, guck mal, hier ist noch eine Frage von unserem Demokraten. Wie würde das denn bei den Talentschulen berechnet werden? Woran macht man den Bedarf pro Gemeinde zum Beispiel fest? Also bei uns in NRW ist es der Sozialindex. Es gibt ja schon Berechnungen, wie man bestimmen kann, ob soziale Nachteile gegebenenfalls in bestimmten Regionen bestehen oder nicht. Und dort
haben wir bei uns in NRW Talentschulen errichtet. Die mussten sich aber voll bewerben auch. Die mussten sich für das Programm bewerben mit einem Konzept und ist ein Auslaufprozess oder ein Auswahlprozess gelaufen im Ministerium. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, 40 Stück oder sogar mehr. Ja. 40 Talentschulen NRW-weit in Herne, Gelsenkirchen, Duisburg, also die Klassiker, die man sich vielleicht auch irgendwie drunter vorstellt, aber total, auch in anderen Städten. Und ich finde es total super. Also es ist genau das, was die liberale Bildungspolitik perfekt beschreibt, dass wir gerade da nicht wegschauen, sondern besonders Chancen schaffen wollen. So. So, jetzt von hinten. falsche Richtung. Hier, mit dem. Ah, ja. Danke. Ja, jetzt geht's los. Ja. Ich laufe weg. Einmal durchlassen, bitte, komm. Geht sie mal weg. Aus, ja, aber ist einfach extrem stark. Sehr gut. Während wir jetzt hier den Torversuch wagen, an Sie gestellt die Frage, Frau Stark-Zimmermann, was ist denn so neben Verteidigung das große Thema von Ihnen noch im Bundestag? Sie machen ja noch was anderes, ne? Ja, ich mache noch Kommunalpolitik. Ich bin ja seit 1999, man darf es echt nicht laut sagen, mache ich ja Kommunalpolitik und deswegen bin ich zur Sprecherin, habe ich diese glückliche Aufgabe, weil ja einige Gesetze oder viele Gesetze in Berlin gemacht werden, die Kommunen unmittelbar berührt. Und das ist im Grunde genommen das Problem, dass man nämlich, Moment, jetzt habe ich hier ein Problem. Soll ich mal mit dem Torwart durchlaufen? Das geht gar nicht. Den grätsche ich jetzt weg. Hier steht Mausi 6-6. Ehrgeiz ist wichtig, aber können auch. So, ja. Zack! Jawohl, Scheiße. Die gute Balleroberung. So, jetzt mal. Also es werden viele Gesetze irgendwie gemacht in Berlin, die mit die Kommunen direkt betreffen, aber oft passt das einfach nicht so. Weil vor allen Dingen werden sie nicht durchfinanziert. Also wenn man gute Ideen hat, das ist okay, aber es gibt eine Anschubfinanzierung. So, jetzt Kreis. Mit ein bisschen Speed. Ja. Ach, Scheiße. Ja. Pass. Okay, wir bauen Druck auf hier. Ja, genau, so geht es mir jetzt auch gerade. Was heißt denn durchfinanziert werden? Wir haben nämlich hier so Politiker-Antworten, Buzzer. Wenn so Politiker-Antworten kommen, dann kann man buzzern. Durchfinanzieren ist ja so eine richtige Politiker-Aussage eigentlich, oder? Ich habe mich kurz zu Tode erschrocken, als dieser Buzzer. Entschuldigung. Ist jetzt sehr unstatthaft, hier noch auf so einen Buzzer da zu drücken. Ja. Also, nein, das war Spaß. Also. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich damit sagen wollte, ist, dass es gibt zum Beispiel das gute Kita-Gesetz. Es gibt ja immer, bei uns ist ja alles gut. Mhm. SPD-Gesetz war das, ne? Also, ja, genau. Das sieht man sehr selten. Also das sieht man echt selten. Scheiße, ich bin weg. Nein! Verloren. Ach. Scheiße. Der Torwart, der wird besser, ne? Der hat trainiert, merkt man schon. Ja, der ist total frustriert. Manuel Riemann. Ja, super Torwart. Und da geht es einfach darum, wenn man gute Ideen hat und wer bezahlt ist. Und das ist bislang so oft, dass Gesetze gemacht werden... Machen Sie mal auf mich zu? Mit dem? Andere Richtung, genau. Ja. L1 drücken. L1? Mein Controller ist sehr groß. Ja? Ja, jetzt. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt sind Sie am Ball. Jetzt komm, go! Jetzt go! Das alleine mit allen auf. So, und Kreis. Sie haben immer noch den Ball. Jetzt Kreis. Ball erstmal. Oh, das ist ein Foul gewesen. 11 Meter. Was ist denn das für ein Schiedsrichter hier? Ah, die anderen sind wirklich besser, ich muss es ja schon sagen. Hier nochmal eine Frage, also würde das bei der Eigeninitiative der Gemeinde bleiben und dort, wo die Gemeinden nicht zur Förderung schauen, also nichts beantragt wird, bleiben die Kinder und Jugendlichen auf der Strecke oder würde man da in der System gehen? Es gibt schlichtweg die Situation, dass zum Beispiel ein Kita-Gesetz gemacht wird, dass Kinder ab einem Jahr einen Rechtsanspruch haben, das ist gut. Ja. Dann gibt es eine Anschubfinanzierung und nach ein paar Jahren muss die Kommune das selber bezahlen. Und je nachdem, wie wohlhabend die Kommune ist, kann sie es oder nicht. Das heißt, es liegt dann daran, wo man wohnt. Und das geht natürlich nicht, weil Kita-Plätze ist ja... Oh, ich bin gerade... Ja. Oh, ich fasse es nicht. Ich will nicht mehr. Bochum hat gestern 7-0 verloren. Das ist noch im Rahmen. Und die sind Profis. Ein Tor will ich doch nur. Mensch, Anna. Wir kriegen das noch hin. Machen Sie mal hier. Drücken Sie mal alle Knöpfe hier und Augen zu. Jetzt. So, jetzt Moment, zu welcher Richtung renne ich eigentlich? Ah ja, in die. Okay. Alles klar. Einmal, ja, genau. X. So, ich renne wieder weg. So, wir gehen jetzt mal durch. Viel Vorwärtsdrang. Und wie schieße ich? Mit 0? Mit dem Kreis, genau. Kreis. Jetzt, Kreis.
Scheiße. Warum zieht er denn jetzt rüber? Habe ich da Einfluss drauf, wie flach der Ball geschossen wird? Ja, oder also, wenn Sie länger gedrückt halten, dann wird die Schusskraft höher. Also, so geht das nicht, meine Damen und Herren. Sie sehen gerade, hier ist eindeutig, hat sie die Tricks drauf und ich bin hier völlig geradezu gehandicapt. Wir machen das einfach so, Sie kommen irgendwann nochmal in die Streaming-WG. Also wir machen das Projekt vielleicht ja weiter. In anderer Form. Wie grätsche ich den jetzt weg? Und dann kommen Sie nochmal und dann haben Sie trainiert bis dahin. Sie können mich auch Dreieck weggrätschen. Ah, Dreieck. Okay, ich probiere es mal. Laufen Sie mal zu mir. Ich laufe mal und jetzt mache ich Dreieck. Ja, hey, klappt, das habe ich jetzt schon mal gelernt. So, jetzt kann ich den jetzt nochmal wegdrücken. Ja, warte mal, wie kann ich mir den Ball denn hinlegen? Moment. So, jetzt laufen Sie auf mich zu. So, und jetzt zack. Laufen Sie auf. Jawohl, sehr jetzt. Gut, sehr gut. Einfach, ja, nach vorne. Ja, ja, ja. Jetzt. Kreis. Ach. Mann, aber Druck erzeugen. Ja, wir kommen hier ins gute Pressing, es wird ja, langsam, das ja. Das ist das Pressing, das kann man wohl sagen. Hier steht jetzt Revanche, aber in Skat oder sowas, das ist ja schon ein bisschen fies. So, Moment, wo bin ich? Jetzt, ja genau, auf mich zulaufen, ja. So, und jetzt drücke ich nochmal Dreieck, jetzt haue ich dem nochmal in die Knie. Zack. Oh, gefährlich. Nee. Ah, gefährlich, nochmal ja. L1, das hier. Ah, ach so, das geht hier auch, Leute. Noch mehr Tasten. L1? Ja, komm, das ist. Warte, ich komme mit dem Ball zu Ihnen. Ja, das ist okay, ist ja wohl das Mindeste. Jetzt sind Sie aber wieder. Jawohl. Ich weiß noch nicht, ach, da ist der Ball. So, komm jetzt. Zack. Ja, zack. Na. Scheiße. Warte, hier. Ich glaube, da muss man eine gewisse Intelligenz haben, weil man sozusagen alles gleichzeitig macht. Also, meine Damen und Herren, ich bin hier völlig überfordert. Ja, so, jetzt. Hier ist noch eine geile Frage im Chat von Porsche ADD. Welche Königsallee ist besser? Ja, Entschuldigung. Ah, das ist eine intelligente Frage. Schon, ne? Kreis. Die Riesenchance. Es gibt doch Ecken, glaube ich. Vorbei. Nein, natürlich die Königsallee in Düsseldorf. Die andere Königsallee wurde ja nur von dem Dingens besungen da. Von ich wollte gerade sagen, Herbert Grönemeyer. Können Sie singen eigentlich? Ich kann total singen, ja. Aber Grönemeyer kann nicht singen. Das kann auch nur Grönemeyer. Bochum! Das Stadion. Aber hier ist Stimmung jetzt. Das Stadion bebt. Stimmung, wir haben Parteitag, ja? Da war genauso viel Jubel. Was freut er sich denn so? Die Champions League gewonnen. Das passiert nur wirklich. Okay, es tut mir leid. Sie haben auf mich gewettet. Ich habe gesagt, wenn ich gewinne, ist es eine gute Quote. Aber war nichts. Ja, ich glaube, gleich am Spiel. Da können Sie, sind Sie nicht besser. Weil jetzt kommt krass nass gemacht. Was? Hier steht schon von MRD 1510. Frau Zimmermann grätscht ihre Gegner nicht nur rhetorisch weg. Ja. Ich habe was vorbereitet. Und zwar habe ich gedacht, wir quatschen noch so ein bisschen über Fußball und habe Fußballer-Zitate rausgesucht. Oh. Und ihr müsst raten, von wem die Zitate sind. Und dann gucken wir mal, ob Sie da aufholen können. Nee, kann ich nicht. Weil da gibt es so schwachsinnige Zitate. Kann ich mich so anlehnen? Sieht man mich da noch? Ja. Also. Jetzt wird es intellektuell. Jetzt blamiere ich mich noch mehr. Ich bin bereit. Ja? Der Ball ist rund, das Tor ist eckig. Jetzt. Naja, das waren jetzt zwei Zitate kombiniert. Der Ball ist rund und das Spiel hat 90 Minuten. Und das andere war, das Runde muss ins Eckige. Aber es möchten schon Leute gegen Sie spielen. machen Sie sich nur lustig. Das war ja das erste Mal. Ich werde jetzt trainieren und dann wird die Gnade, dann wird es hart. Ja, wir machen irgendwann mal eine Revanche. Wir merken uns das. Wir täuschen erstmal an und dann. Ich habe hier das erste rhetorische Meisterwerk und zwar: Es ist wichtig, dass man 90 Minuten mit voller Konzentration an das nächste Spiel denkt. So war das bei mir in der Schule. Da habe ich auch immer eine Arbeit schlecht schreibend schon an die nächste gedacht. Keine Ahnung, wer das gesagt hat. Ich habe auch keine Ahnung. Lothar Matthäus. Im Zweifel Lothar Matthäus oder wie heißt der eine? Ja, Lothar war immer gut. Lothar Matthäus wurde ja mal angerufen nach einer Regierungsbildung, ob er sich vorstellen könne, Sportminister zu werden. Die Kanzlerin hätte sich Gedanken darüber gemacht. Und dann hat er gesagt, es ehrt ihn sehr. Und ja, wenn sie mich so fragt, klar, mache ich. Und dann war das so ein Fake-Sender, der ihm gesagt hat, war leider nichts. Aber das war gut. Aber er hat sofort zugesagt. Es kam ihm nicht mal komisch vor, dass man am Telefon gefragt wird, ob er Minister werden wolle. Ja, spannend. Ja, genau. So ist unser Lothar. Weil eigentlich wird man per SMS gefragt, ne? Nee, per SMS beendet man Beziehungen. Okay, klar. Ich glaube, Ministerposten, das läuft irgendwie anders. Ja. Okay, Blutgrätsche. Wir brauchen Festlegungen. Also du sagst? Ich sag Lothar Matthäus.
Uwe Seeler, Gott hab ihm selig. Ja, dann geht der erste Punkt tatsächlich an die Anna. Es war Lothar Matthäus, ist richtig. Das war Leute, das ist irgendwie heute so ein Setting, das finde ich jetzt nicht gut. Ja, ich habe vielleicht das nächste. Genau. Das ist ein großartiger Fußballer, der das gesagt hat. Und zwar, da kam das Elfmeter... Franz Beckenbauer. fast. Wir sind schon ganz nah dran. Da kam das Elfmeterschießen, wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief es ganz flüssig. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Oliver Kahn kann es nicht gewesen sein, weil der ja das... Die Elfmeterschießen? Ja. Gibt es da eine Mannschaft? Kann man mal eine Mannschaft sagen? Ja, Bayern-Spieler, wenn ich mich nicht irre. Jetzt hoffentlich werde ich gleich nicht gelüscht dafür. Wie hieß denn der Kleine da? Ich habe keine Ahnung. Lothar Matthäus. Nee, nicht Lothar Matthäus. Philipp Lahm, oder? Meinen Sie den? Den meine ich? Nein, Sie meinen es nicht. Nee, Özil. Aber der war ja kein Bayern-Spieler, der hat ja bei Madrid gespielt. Nee, das ist, glaube ich, auch älter. Das bestimmt schon. Also so geht das hier nicht. Können wir vielleicht mal über Hallenjojo sprechen? Was ist denn Hallenjojo? Ja, das ist Hallenjojo, damit ich mal mitreden kann hier. Das ist ja okay, wer hat's gesagt? Also das ist bei von mir ganz flüssig. Paul Breitner. Nicht Paul schlecht. Breitner. Aber der war doch ein guter Tipp, oder? Ja, das war, da lag ich aber mit Beckenbauer nicht schlecht. Die waren nämlich in einer Mannschaft. Deswegen hab ich ja gesagt. Ja, das war ist mehr, da waren sie noch nicht auf der Welt, Anna. Als bei dem flüssig lief. Okay, noch so ein Ding. Oh, ich habe noch einen, aber der ist auch immer ganz gut, was Zitate angeht. Adam Smith, natürlich. Ja. Und zwar Karl Marx ist auch... Johann Wolfgang von Goethe. Nee, der war ja kein Fußballspieler. Genau, und ihr im Chat, das ist doch eine Idee. Ihr im Chat ratet einfach mit und dann könnt ihr euch da quasi Tipps holen. Das finde ich gut. Ja. Weil dann können wir so ein bisschen den Joker machen. Das nächste Zitat... Hier habe ich langsam Angst, dass die meisten Marx sagen würden. Adam Smith der oder Willi Karl Marx war ein super Fußballspieler. Also, nächstes Zitat. Wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln und die Ärmel auch. Also es bestätigt mich ja, also ich finde ja tolle Fußballspiele toll, aber es bestätigt ein bisschen, wenn man zu oft Kopfball macht, dann kommt da, geht da was durcheinander. Ja. So, ja, nochmal wieder, dass man den Kopf hochkrempelt und die Ärmel auch. Die Ärmel auch. Steht bei diesem Zitat irgendwie zugeordnet, in welchem Zusammenhang das gefallen ist? Beim Grünen Parteitag, da muss man auch manchmal den Kopf hochkrempeln. Das ist richtig, der war heute parallel zu unserem. Ja, haben sie extra gemacht. Ja? Ja, die Schnarchnasen. Mhm. Aber war freudloser. Aber auf Phoenix war dann trotzdem nur Baerbock zu sehen, habe ich gelesen auf Twitter. Ja, das macht nichts. Das wird sie auch nicht retten. Ja. Aber wir kommen jetzt zurück auf die Flüssignahrung. Ich will jetzt hier mal Tipps im Chat lesen, Leute. Haaland war es auf jeden Fall nicht. Haaland war es nicht, nee. Hallen, was? Ja, wer könnte das gewesen sein? Thorsten Legert. Thorsten Legert, sagst du? Ja, er ist so ein ganz klassischer Fußballspieler, der hat viele dumme Zitate gebracht. Der war doch auch mal im Dschungelcamp, oder? Thorsten Legert? Ich glaube, der war mal im Dschungelcamp. Also meine Damen und Herren, hier an dieser Stelle muss ich mich intellektuell leider verabschieden. Irgendwie ist da in meinem Leben was an mir vorbeigegangen. Würden Sie ins Dschungelcamp gehen? Never. Nicht? Nee. Nee, da muss man durchtätowiert sein. Mhm. Immer seine Brust fällt kann man ja raus. Machen, oder? Je faltiger, je mehr fällt es heraus. Nee, Leute. Ohne mich. Du musst so richtig brumpfblöd sein. Ich garantiere Ihnen, Sie würden gewinnen. Nein, ich würde gewinnen, weil ich alle wären tot anschließend. Also, ich löse auf, von wem es ist. Es ist von Lukas Podolski. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht, den kenne ich sogar. Mögen Sie den, obwohl der sehr, sehr, sehr stark natürlich mit dem ersten FC Köln involviert ist. Aber ja, okay. Ich meine, kleine Sünden, verzeiht der liebe Gott sofort. Ist ein toller Fußballspieler, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Da habe ich noch ein Zitat von einem Fußballer, den ich heute schon erwähnt habe oder beziehungsweise schon gehört habe. Und zwar, man muss nicht immer das Salz in der Suppe suchen. Dieses Spiel ist wunderbar. Das ich räume ein, dass ich das mal mit Freunden gespielt habe. Also ich habe nur vorgelesen. Und uns liefen die Tränen runter. Aber es bestätigt, dass man heute, man kriegt ja für so viel Hirnlosigkeit, verdient man unheimlich viel Geld. Anna, wir machen was falsch. Wir müssen irgendwie. So wird man nicht reich mit Intelligenz. Vielleicht machen wir ein YouTube-Format. Ja, aber wirklich. Und wer war das jetzt? Warte mal, die Person ist heute schon mal gefallen. Ja. Der Name? Thorsten Legert. Was sagen Sie? Ja, ich auch. Ich sag das auch. Ja, das ist leider falsch. Das ist Philipp Lahm gewesen. Ah, okay. Der kleine Bayern-Spieler. Ich jetzt einfach mal diese Fachfrau hier. Ja. Philipp Lahm. Intelligenter Fußballer. Bei dem war ich mal auf dem Vortrag. Ja, sehr intelligent. Ja, der macht jetzt auch so, also unterstützt Unternehmer, coacht die und ist da ziemlich als Investor eingestiegen. Aber die Sprüche von ihm waren dann weniger intelligent. Ja, meistens. Hat er was durcheinander gebracht. So. Das war nach dem Spiel noch so 15 Kopfbällen. Ja, ist so. Wenn die ständig köpfen, dann ist man irgendwann, das ist ja wie mit Boxern. Die haben ja nachher alle zittrige Hände und können nicht mehr gerade gucken. Ja, ein Politiker auch, oder? Weil im Bundestag geht es ja schon manchmal heiß her.
Ja gut, aber nicht gegen die Birne. Also ich meine, ja, da gibt es Blutgrätschen, verbale okay. Blutgrätschen. Aber da gibt es auch teilweise, also so viel IQ ist ja in manchen Wortbeiträgen auch nicht drin, nee, wenn die von der ganz rechten Seite kommen. Ja, das stimmt. Ja, da gibt es schon tolle Sachen. Ja. Ja. Aber das mit der Suppe löffeln oder Suppe finden, das ist schon eine besondere Qualität, muss ich sagen. Wer ist so Ihr Lieblingskollege von der anderen Fraktion? Der Lieblingskollege oder von der Kollegin. Anderen Fraktion? Ja. Sie werden es nicht glauben. Wer einen wahnsinnigen hohen Unterhaltungswert hat, ist Claudia Roth. Die war ja für mich das totale Anti-Frau. Ja. Weil ich die noch sehe, wie sie im Brockdorf immer auf der Schiene weggeschleppt wurde. aber die Frau hat einen hohen Unterhaltungswert. Und die ist ja die Reizfigur von der AfD. Mhm. Also wenn die als Vizepräsidentin in das Parlament, in den Plenum kommt, dann ist da bei den Rechten schon Puls. Und das macht sie sehr souverän, finde ich. Sehr cool. Hast du auch irgendwie so einen Politiker? Aber es ist jetzt kein Lieblings, finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Okay, ja, ja, aber... Dann ist der... Ja, ich überlege gerade... Ja, ich meine, ich sitze im Verteidigungsausschuss. Und da hat man natürlich Kollegen aus anderen Fraktionen, die man so ein bisschen besser kennt. Und da sind schon ein paar nette dabei. Kann man also ich bin mal in einem, habe mal in einem Auslandseinsatz die Bundeswehr besucht und da habe ich mit einem Linken das Auto geteilt. Das ist ja alles sehr gesichert, gepanzert und so. Mhm. Und diese Autos fahren ja tierisch schnell. Ja. Das ist natürlich, das ist jetzt nicht wie hier so Stop and Go. Und da habe ich zu dem, und der war nicht angeschnallt. Und dann habe ich gesagt, er soll sich bitte anschnallen. Sagt er, ja, aber warum? Ich habe gesagt, also ist ja ein Linker weniger, macht ja nichts, aber ich will die Sauerei nicht auf der Hose haben. Und da hat er mir das Du angeboten. Und seitdem sind Alexander und ich duzen uns. Gute Sache. Hat ihn irgendwie überzeugt. Ja. Ja. Weil man muss einfach ein bisschen locker durch die Hose atmen und mal einen guten Spruch raushauen. Ne? Ja, und dann der ist wirklich witziger Typ. Politisch sind wir in anderen Welten, aber Alexander Neu von den Linken. Du hast auch irgendjemanden bei der anderen Fraktion, wo du sagst, den findest du sympathisch? Also auch wenn du dich jetzt noch nicht kennst, aber mehr so bald dann kennenlernen wirst als neuer Abgeordneter im Bundestag. Ja, wie sympathisch meinen Sie denn, junger Mann? So angrabungsmäßig sympathisch also oder einfach nur sympathisch? Nee, wen würden Sie denn angraben aus dem Bundestag? Angraben? Na, das haben Sie jetzt hier aufgeworfen. Würde ich da jemanden angraben? Nee, nicht wirklich. Die FDP-Fraktion hat die attraktivsten Abgeordneten, hat mal so eine Studie rausgefunden. Es gab doch mal diese Seite. Ist das so? Mhm. Diese komische Seite, wo man auch so... Auch die Abgeordneten? Auch die Abgeordneten. Sind die attraktivsten? Ja. Okay. Bei beiden Geschlechtern. Ja, dann sind Sie ja bei uns richtig. Hi. Nee, ich glaube, das ist ein ganz wildes Vorurteil. Dass wir attraktive Abgeordnete haben? Nein, dass wir attraktiver sind. Klar, wir machen ja auch bessere Politik. Ja, natürlich. Aber dass wir, es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, der eine oder andere achtet bei uns ein bisschen mehr, vielleicht so ein bisschen nett angezogen zu sein. Das ist ja sehr subjektiv. Ja. Bei manchen könnte man wirklich glauben, sie kommen gerade aus dem Bett. Aber ja, also so, einem Pinsel so sehen sie nicht mal aus, wenn sie aus dem Bett kommen. Nehme ich mal. Das haben Sie noch nie gesehen, aber. Nein, aber. Das lassen wir auch so. Das lassen wir so. Anna, hau mal raus, wen findest du denn sympathisch? Also, wen ich cool finde, wo ich aber auch nicht politisch alles teile, ist Cem Özdemir. Ja. Den finde ich irgendwie einfach sympathisch, so. Finde ich grundsympathisch, den Menschen. Und ich habe auch manchmal, muss ich zugeben, so, wenn er zu bestimmten Themen spricht, so Übereinstimmungen mit ihm, aber ich habe dann doch häufiger Differenzen inhaltlich. Aber ich finde ihn einfach so als. Ja, ja. Persönlichkeit. Gibt schon ein paar gute Typen, die auch rhetorisch gut sind und auch wirklich politisch. Das sind so Leute, mit denen kann man auch Kompromisse. Ja. Also mit denen kann man auch zusammenarbeiten. Da bin ich ganz sicher. Ich finde auch Sarah Wagenknecht nicht politisch, aber rhetorisch ziemlich stark. Also wenn ich jetzt als junge Frau mir irgendwie anschaue, wer da so im Deutschen Bundestag reden hält und spricht, finde ich. Ja, und blitzgescheit. Ja. Irgendwie in der falschen Partei. Mhm. Naja, die ist natürlich in der falschen Partei, die ist schon radikal, die ist ja marxistisch unterwegs, was so ein bisschen anstrengend ist, ob einer sagt marxistisch oder leninistisch oder so, habe ich schon in meinem Studium nicht kapiert, die großen Unterschiede. Das sind ja so dialektische Publizistik und Politik. Und da war das immer ein ganz großes Thema. Mhm. Und das habe ich bis heute nicht so richtig inhaliert, die Unterschiede. Ja. Aber gut. Hier wird noch geschrieben von Meister zweistellig, Otto Solms Mode-Ikone. Ja. Ja, das kann man so bestätigen, oder? Ja, also Ikone ist jetzt ein bisschen viel, aber er ist ein gut aussehender und sehr gepflegt aussehender Mann. Sie haben richtig gute Großflächen. Könnte auch irgendwie aus dem
Pick-and-Kloppenbau-Katalog sein, oder? Da wollte ich nur drauf zukommen, so ja. Apropos Ikone. Danke. Ich wollte mal so den Bogen spannen. Ja. Jetzt habe ich Ihnen den Ball, um im Spiel zu bleiben hier. Ja, ja, das sind immer tolle Großflächen. Finde ich auch. Gute Fotografen auch, oder? Ja. Die FDP macht das wirklich gut. Ja, ja, das sind Fotografen allerdings, die... Also es gibt dann einen Fotograf, der Christian Lindner fotografiert und ich hänge mich da immer dran. Um hier keine, bezahle ich selber. Ja, also nur das haben wir jetzt auch geklärt. Und dann begleitet er einen. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele Fotos. Wenn er dann so 4.000, 5.000 Fotos hat, dann sucht er 400 aus. Sie werden bescheuert und können dann 25 nehmen. Das ist, weil man eigentlich vor lauter nicht mehr weiß, was gut ist. Und deswegen habe ich dann immer so ein paar Leute um mich herum, dass wir das zusammen machen. Also erstmal muss ich mich natürlich wohlfühlen, aber dann frage ich auch mal andere, wie sie das finden. Ja. Du hast aber auch richtig gute Bilder und du hast wahrscheinlich nicht den teuren CL-Fotografen am Start, ne? Nicht, dass ich wüsste, aber vielleicht weiß ich auch nicht, was meine Fotografin ansonsten so macht. Nö, ich habe eine lokale Fotografin bei mir aus Hattingen, die schon häufig die FDP fotografiert hat. Ja. Ganz liebe Grüße an Steffi Atze an der Stelle. Tolle Fotografin. Macht wir das grüßen alle, die uns kennen. Genau. Ja. Ja. Vielen Dank für die tollen Fotos. Vielleicht hast du auch Wähler mit überzeugt mit deinen Fotos. Ja. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir noch weitere Fußballzitate machen? Wollt ihr noch mal eine kurze Runde starten? Nee, oder wollen wir einfach bleiben schnacken? Bei den Zitaten. Wir bleiben bei den Zitaten. Ja. Ja? Jetzt ist aber gut, ich glaube, wir sind so schlecht, dass der Zwischenstand 1-0 ist, weil ich einfach irgendwann mal Lothar Matthäus reingeworfen habe. Ja, also wir machen mal weiter. Und zwar erzählt auch keiner mit, wie das Ergebnis ist. Genau. Ich habe noch einen, weil ich finde einfach ein tolles Zitat. Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken. Stimmt. Frank Rost. Das war, glaube ich, Frank Rost. Okay. Eingeloggt. Darf ich mal fragen, wer Frank Rost ist? Das habe ich mir jetzt auch gedacht, aber das kam mir richtig aus der Pistole geschossen. Kann mir mal Heini aus dem Publikum helfen, wer das jetzt gesagt hat. Frank Rost war Torwart beim FC Schalke. Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf setzen. Genau, ich muss sagen, hier wirklich, der Stream muss mal ein bisschen mitraten. Ich finde auch, ich finde das ein bisschen... Ja. Sind noch alle im Bett, ne? Gestern zu viel gefeiert. Was steht da? Thema Publizismus. Wer hält was? Hält man eigentlich von der Anbiederung? Ja, das ist richtig. Damit habe ich mich schon beschäftigt in meinem Studium. Eigentlich müssen Journalisten ja neutral sein und die Realität darstellen. Mm. Und wenn sie kommentieren, muss es auch als solches gekennzeichnet sein. Mm. Das ist heute geschenkt. Konnte man ja bei diesem Triell sehen, da mit diesem Tralala. Ich nenne das immer Tralala, das große Tralala. Es war erbärmlich, ne? Ermüdend und erbärmlich. Es war ermüdend und erbärmlich und ich habe das einzig Gute an dem Abend war, ich war in Süddeutschland und habe ein ganz köstliches Schnitzel gegessen. sonst war das so gruselig. Aber da wollte ich nur sagen, wie denn auch so die Moderatoren da auch so reingrätschen. Und dann am Tag später war ja die Vierer, da der Schlagabtausch unter Vieren oder so hieß das. Ja, ja. Oder sowas? Ja, der Vierkampf hieß das, glaube ich. Vierkampf. Ach, der Schlagabtausch war dann, ja? Okay. Also. Und da waren die beiden Journalisten ja so richtig aggro drauf. Also haben dann auch unterbrochen und völlig ihre Rolle einfach unstatthaft verlassen. Und das nervt. Also total. Aber ansonsten mag ich alle Journalistinnen und Journalisten, die jetzt zugucken, meine Damen und Herren, ich schätze ihre Arbeit sehr. Nur so ein paar. So ein paar finde ich schwierig. Wollen wir nochmal über ein politisches Thema sprechen, weil wir ja gerade Fußball gespielt haben und auch schon... Wir lösen aber vorher noch das Zitat auf, da brauche ich noch ein Login. Das mit dem Sand in die Suppe stecken? Nee, das Sand in den Kopf stecken. Den Sand in den Kopf stecken. Ja, das ist auch da hier, unser Freund, der den Sie gerade genannt haben. Welchen Freund hat der schon zweimal vorkam. Ich löse auf, es war sehr geschickt, ja. Es war Lothar Matthäus natürlich. Ach was, ja, sag ich doch. Ja, aber ich sage, gebe ich einen Punkt für. Oder nein, ja, es war Frank Rost. Ich kann mir das mal googeln, ob Frank Rost das auch mal gesagt hat. Wir googeln das mal. Ich sehe schon hinter den Kulissen, wird schon gegoogelt. Ja. Wird noch FIFA gezockt oder habe ich was verpasst? Nee, wir haben alles verpasst. Wir haben meinen glorreichen Sieg verpasst. Kampf C-Cut. Da kann man noch mal sehen, wie der Torwart da. Tut mir echt leid, wie ich hier Anna abgezockt habe. Ich habe sie überrannt. Nee, ja, das war jetzt irgendwie anders, aber ist egal. Wir machen das aber nochmal. Das ist fest verbucht hier. Das war schon die Zusage, ne? Dass es hier eine Wiederholung aber geben wird. Da muss ich vorher ein bisschen üben. Da muss ich erstmal gucken mit Knöpfen und so. Das ist ja völlig absurd. Genau. Die Blutgrätsche war das Dreieck. Ja, das Dreieck ist die einzige wichtige. Ja, genau. Abspiel. Also das ist ein politisches Thema, ne, Anna? Ich bin ein politisches Thema. Also Dreieck ist Blutgrätsche und Schießen ist Kreis. Und das Karo hier, das Quadrat? Flanke. Ach Gott. Okay, alles klar. Und Sprinten geht. Ja, das ist jetzt. Was halten wir denn von der WM in Katar? Wo jetzt geht Fußball gar nicht. Spielen? Ja. Geht überhaupt nicht. Wir haben sie ja dann auch in den Dezember geschoben, weil sie gemerkt haben, dass es in Katar vielleicht gerade 60 Grad ist. Das ist, ich halte die FIFA für einen Laden,
Irgendwie das Olympische Komitee. Ja, braucht die Welt nicht. Am besten einmal mit so einem Bulldozer drüber fahren. Ja, nee, und ich muss sagen, ich finde das so unappetitlich, was da abgeht. Und in so ein Land nach Katar die WM zu vergeben, das ist ein so korrupter Haufen geworden. Und ich muss sagen, dass sich diese wahnsinnig vielen Fußballfans, es gibt ja richtig tolle, engagierte Fußballfans, die auch organisiert sind, dass die das überhaupt ertragen. Menschenrechtssituation dort, also ich weiß gar nicht, ich habe die Zahlen ja, und auch bei dem Stadienbau, das ist genau, ja wie viele Menschen schlimm. Dort gestorben ja. sind. Tausende. Ja, ganz schlimm. Tausende. Kriegen den Pass abgenommen, wenn die dort einreisen. Ja. Und ich finde, also es muss einfach Grenzen geben. Ja. Es gibt genug Länder, die ja auch bereit gewesen wären, das zu übernehmen. Mit Infrastruktur, die da ist. So ja, ist es, ist ja viel da. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich müsste man, tut natürlich keiner, boykottieren, einfach nicht einschalten. Stellen Sie mal vor, es ist WM und keiner guckt zu. Ja. Oder das wir war, müssen glaube ich, ein anderes Zitat. Stell dir vor, sagen, es ist Krieg und keiner geht hin. Wir müssen noch was machen, was ganz wichtig ist. Und zwar müssen wir Ergebnisse tippen, was bei der Bundestagswahl rauskommt. Ich habe hier so Zettel vorbereitet. Da dürft ihr den Namen draufschreiben auf die eine Seite und das Ergebnis, das ihr tippt, auf die andere Seite. Und wir haben hier schon eine Wand mit allen Ergebnissen, die hier Darf ich mal fragen, unser Ergebnis? Ja, das FDP-Ergebnis, so, ja. Okay. Und wo kommt mein Name drauf? Auf die eine Seite steht der Name, auf der anderen Seite dürft ihr das Ergebnis schreiben. Also da, wo das mit irgendwas Komisches schon steht, da kommt der Name dazu. Ja, genau, irgendwas mit With Love. Love, M-A-S-Z. Und jetzt, was ich tippe... Alternativ kannst du dein Lieblingszitat vom heutigen Abend aufschreiben. Genau, das ist das Lieblingszitat. Da dürft ihr auch mal mit... Alles klar, ich hab's. Darf man aber jetzt nicht verraten, Noch nicht. Darüber reden wir jetzt gleich noch. Ach, wir reden. Ja. Hab's schon geschrieben. Es waren hier, also hier hinten sieht ja wirklich, es ist schon alles möglich. Aber ich glaube, das höchste Ergebnis, wisst ihr, wer das höchste Ergebnis getippt hat? Emma von Fridays for Future, die hier zu Gast war mit Lukas Köhler. Also Fridays for Future, glaubt an uns, weil sie hat gesagt, in ihrem Freundeskreis wählen alle Grüne oder FDP. Ja, aber die hat nur zwei Freunde. Nee, ich glaube, die hat viele. Ach so, okay. Ja, aber... gut. Das ist gut für uns. Die hat das höchste Ergebnis getippt. Jetzt bin ich gespannt. Was war das? Ich glaube 16%. Ja, 16. Never ever. Nein. In Düsseldorf vielleicht. Ja, in Düsseldorf. Da können wir auch noch mal ein bisschen Schippchen drauf. Ja. Nein. So. Aber man muss schon realistisch sein. Ich bin gespannt. Was steht denn drauf für eine Zahl? Bei mir steht 12 drauf. Bei mir 11,4. Ja, sind wir nah beieinander. Ja, nicht schlecht. Ja, ich glaube, dass eigentlich, wenn ich unser Programm sehe und was wir für tolle Leute haben und auch was für tolle junge Leute kandidieren, wir wirklich mal deutlich die Grünen hinterlassen sollten. Ich glaube aber, dass dieses auch von der Presse getriggert, SPD und CDU, wer ist jetzt mal vorne und hinten, dass das doch den ein oder anderen in der Wahlkabine motiviert, dann doch die sogenannten Volksparteien zu wählen, auch wenn sie es ja nicht mehr sind. Ich glaube, das spielt dann doch eine Rolle. Ich hoffe nicht, aber das wird ja durch diese ständigen Wasserstandsmeldungen, wirklich, das ist wirklich so, wie wenn man jeden Tag seinen Zucker, seinen Urintest macht, um die Zuckerwerte zu messen. Ich finde diese Umfragen unerträglich. Aber jetzt ist Schluss, oder? Eine Woche vorher. Ich glaube, es geht jetzt noch weiter. Ah. Mit den Umfragen? Ja. Ich dachte irgendwann. Ich glaube, nur ARD und ZDF machen Pause. Also hier Infratest, DIMAP und. Ja, aber das ist ja unmöglich. Vor allen Dingen, wenn es wirklich so ist, dass 40% sich noch nicht entschieden haben, ist das ein No-Go. So, und deswegen glaube ich, dass wir ein deutlich höheres Potenzial haben. Aber in der Regel ist dann manchmal kippt. Es sei denn, mir sagen Leute, wenn die das schon vom Fridays for Future sagt, dass wirklich Hardcore-CDU-Leute so angefressen sind, dass sie sich doch in diesem Fall sagen, nee. Also die Bindung zur Partei und auch die Bindung, das habe ich immer gewählt und ja, ist nicht immer gut, dass das rasant nachlässt. Aber es macht ja in diesem Jahr, und das ist, glaube ich, die Motivation auch für diese Menschen, die vielleicht auch vorher irgendwie stetig Union gewählt haben, es macht ja wirklich einen Unterschied, ob FDP mit in der Regierung sein wird oder eben nicht. So ist es. Und den Unterschied merken, glaube ich, gerade in diesem Jahr die Leute sehr, sehr stark und haben deswegen vielleicht ein bisschen weniger Bindung als bei Wahlen zuvor und weniger Motivation als jetzt irgendwie noch Armin Laschet und die CDU nochmal da aus dem Tief herauszuholen. Ja. Was aber auch gut ist, dass mal ein bisschen Bewegung in die politische Landschaft kommt, weil ich habe schon das Gefühl, als junger Mensch irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass gerade SPD, da muss man nicht nur die CDU mit reinnehmen, vor allem auch die SPD, absolut nichts passiert in den letzten 8 Jahren. Und nein, die tun alle so, als ob sie nicht Teil der Regierung gewesen wären. Ja. Irre. Rentenpolitik, Digitalisierung, Bildung, und wo sind wir denn vorne? Es sieht ja schon so aus, als könnte es knapp wieder am Ende doch für eine GroKo reichen und das fände ich halt gruselig. Nee, das glaube ich nicht. Das mag Söder das ernsthaft? Ja, aber das glaube ich nicht. Also da muss ich jetzt sagen, da würde die SPD
Das machen die nicht. Die sind so satt. Ja. Never ever. Das glaube ich auch. Und das Söder, ja, Söder ist der größte Opportunist. Yes. Der muss aufpassen, wenn er deutlich unter 30% ist in Bayern, hat er ja die 5%-Hürde. Ja. Unterläuft er. Ja. Und gut, die werden viele Direktmandate holen, die CSU. Ja. Aber der soll man nicht so auf dicke Hose machen. Ich muss auch noch tippen. Ja. Ich habe das nämlich das letzte Mal nicht gemacht. Ich sage 14,7%, weil ich glaube, wir holen das beste Ergebnis der FDP-Geschichte. Und ich glaube, es war damals 14,6, ne? 2009. Ah, so sind sie drauf. Ja. Sie wollen Geschichte schreiben. Ich möchte Geschichte schreiben, natürlich. Okay. Und ich glaube, dass es deswegen geht, weil wir durch diese Dualisierung zwischen Scholz und Laschet bei vielen Leuten so ein bisschen hinten runterfallen, habe ich das Gefühl. Aber die am Ende sich, weil sie so enttäuscht sind von diesen GroKo-Parteien, am Ende doch in der Wahlkabine für die FDP entscheiden werden. Und man muss den Leuten hier mal im Stream, ich weiß gar nicht, welche Kamera gerade an ist, sagen, liebe Leute, ihr wählt übrigens nicht den Kanzler direkt. So ist es. Ne? Die kommen gar nicht vor. So. Deswegen macht euch nicht verrückt mit den dreien, die da immer im Triell sind. Es gibt auch gute Alternativen. In der zum Tat. Beispiel die Freien Demokraten. Den Kanzler wählt nämlich ihr beide, ne? So ist es. Ja, im nächsten Bundestag. Die Bundestagsabgeordneten. Genau, also ihr findet Herrn Schulz, habe ich Schulz gesagt? Schulz, ihr findet nämlich Herrn Scholz, naja, das kann vorkommen, und Frau Baerbock in Potsdam. Da treten die gegeneinander an mit der Erststimme. Denn Laschet findet ihr auf gar keiner Erststimme, weil er nämlich gar keinen Wahlkreis hat. Stimmt. Und warum? Das können wir jetzt nicht beantworten. Das ist schon very strange, um international zu antworten. Das wird euch die CDU in Aachen erklären, warum er das hat. Das heißt, man sieht Herrn Laschet nur in Nordrhein-Westfalen unter der Zweitstimme. Ja. Also ihr könnt keinen der drei wählen. Die werden gewählt aus dem Deutschen Bundestag und da muss es erstmal eine Mehrheit zu geben. So ist es. Ja. Ich habe jetzt hier noch eine Frage, und zwar, ob Sie die Zerstörungsvideos von Rezo angeguckt haben. Nein, schaue ich nicht an. Aber Rezo kennen Sie? Ja, das ist der Herr mit den blauen Haaren. Ja. Und finden Sie gut? Nee. Ich sage nichts dazu. Ich halte das ist so ein Rächer der Gerechten. Ich finde, was nimmt er sich auch raus? Was nimmt er sich eigentlich raus? Er darf es, aber ich muss mir jetzt nicht angucken, oder? Ich schaue mir Dinge nicht an, die in meinem Kopf eine Grätsche auslösen. Ja. Zumal auch viele Quellen, ne? Da gibt ja tausende Quellen, am Ende gar nicht so standgehalten haben, wie er das im Video suggeriert hat. Aber da machen wir ein anderes Thema auf. Es ist jetzt 17 Uhr, Zeit ist um, Sie müssen weiter, ne? Langsam. Und es ist bei uns aber im Stream so, dass jeder Gast ein Geschenk aus der WG bekommt. Oh super, bekomme ich jetzt hier so eine Konsole? Ja, so ähnlich, so zum Üben. Wir haben das ganz charmant hier eingepackt, ihr dürft das einmal auspacken. Darf man das zeigen? Ja, natürlich soll ich das zeigen. Sehr schön. Eine schöne WG-Tasse mit unserem Zukunft nur mit Freiheit. Sehr Logo gut. Drauf. Deswegen am 26. September die Freien Demokraten wählen. So ist es. Machen. Und wenn nicht, dann kommt die Blutgrätsche. Dann spielen wir noch weiter FIFA, ja. Das wollt ihr nicht sehen. So ist es. Und ganz zum Abschluss machen wir noch ein Foto und ich lese noch, um den Chat zu verabschieden, ein wunderbares Fußball-Zitat vor. Warte mal kurz, ich trinke einen Schluck, warte. Ja, alles gut, nicht jetzt. Jetzt kommt's wieder. So, ich bin ready. Ich muss überlegen, was wir jetzt hier noch nehmen. Die Auswahl ist groß, da hat der Paar sich richtig Mühe gemacht. Trommelwirbel. Also, finde ich super gut. Hoffentlich von Thorsten Legert. Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin. Auch mir selbst gegenüber. Das ist von Andi Möller. So, wir machen noch ein Bild und dann sagen wir auf Wiedersehen für heute. Zukunft nur mit Freiheit am 26. September. Beide stimmen FDP, damit diese beiden blutgrätschigen Damen in den Bundestag kommen. Und passt auf euch auf und schönen Nachmittag. So ist es. So. Ciao, tschüss. Ciao. Unser Fotograf macht noch ein Foto von uns. Ich würde sagen, wir rutschen einfach mal alle hier zusammen auf dem Sofa und dann machen wir noch mit unserer Sofort-Kamera. Mache ich das hier? Wo bin ich denn? Wo hänge ich denn? Ach, da hänge ich. Genau, einfach mitnehmen. Ach so. Wir nehmen sie in die Mitte, oder? Ja. Ja, nach diesem wahnsinnigen Sieg. Siegerin. Genau. Ab ins Trainingscamp. Siegerin der Herzen. So, Moment. Ich bin bereit. Man muss sich so setzen, dass man nicht so breite Oberschenkel bekommt. Ja. So, okay. Top, wunderbar. Dann macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Schönen Abend euch. Macht's gut. Bye, bye. Oder Nachmittag. Thank you.
Thank you.